Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja ein richtig spannendes Thema heute am Start. Ich finde, es geht einfach alles nicht in meinen Kopf. Geil. Wir fangen jetzt mal an, über Sachen zu reden, die halt wirklich, die man nicht erklären kann und die man wirklich nicht verstehen kann und wo es verschiedene Theorien und Ideen gibt. Aber bevor ich hier lange weiter rumstottere, sage ich einfach mal kurz Stichwort Pyramiden. Ja, die Pyramiden sind auf jeden Fall faszinierend, ne? Also das älteste Bauwerk der Welt irgendwie. Und was mich an diesem ganzen Thema so mit dem Paläolithi-Bezug zu den Pyramiden so gecatcht hat, war, dass die Pyramiden so alt sind und dass es irgendwie Menschen gebaut haben, die gerade aus der Steinzeit kamen. Und dann gab es auf einmal diesen krassen Technologiesprung, diesen Wissenssprung einfach, wo man sagt so, naja, die haben gerade mal Feuer ein bisschen oder so und dann auf einmal können sie die Pyramiden bauen. Also, und es gab keinen Vorläufer davon. Also es gab jetzt nicht, dass sie gesagt haben, ja, es gibt auch 10 andere Pyramiden, die älter sind. Nee, das war die erste und das ist die beste. Und da gibt es halt auch so Überlieferungen, zum Beispiel aus alten Völkern, von den Sumerern zum Beispiel, eins der ältesten Völker, die ja berichten von Göttern, die hier ankamen zum Beispiel und dann den Menschen als ihren Sklaven geschaffen haben. Wir sind hier gelandet, haben gesagt, scheiße, ein Raumschiff ist kaputt, na was machen wir jetzt? Wir brauchen das, 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 das. Aber wir haben alle keinen Bock selber zu arbeiten, lass mal irgendwie einen Sklaven erschaffen. Ja? Gucken sich, was ist hier das auf diesem Planeten, wo sie gelandet sind, was ist hier das am weit entwickelsten Lebewesen? Ach ja, guck mal, der Affe, der hat ja Hände und Beine und kann gut tragen und so. Lass den mal ein bisschen verändern, damit er auch unsere Befehle versteht. Ne? Nehmen den Affen, Genmanipulation im Kopf. Also da könnte man denken, ja, vielleicht hat da irgendjemand mal ein Händchen bewiesen und uns ein bisschen sozusagen den Stupser gegeben und uns nach seinem Bild erschaffen. Ich finde ja, gibt ja diesen großartigen Alien-Prequel Prometheus, den ich Ja, wirklich, wirklich stimmt. fand. Das greift das Thema ein Greift bisschen das Thema auf. so ein bisschen auf, Ja. ne? Ich finde, das ist, ich finde das total interessant. So. Wir haben Schaf geklont, ja? Also ich Ja, nicht, ja. aber man kann Schäfchen klonen. Ja. Und wenn man sich überlegt, die sind, du hast vorhin von diesem 1% gesprochen, wenn da wirklich so intelligentes Lebewesen kam und gesagt hat, ja, guck mal hier, der Affe, zack, Mann, dem spritzen wir das rein und dann hat er das und Ja, dann kann der mach. das Ja. und dementsprechend kann der für uns das bauen oder so. Ja. Das ist eine krasse Sache. So, ich bin halt so offen, dass ich nicht sage, nee, ist Schwachsinn, nein, 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 beschäftige ich mich nicht mit, Ja. sondern ich finde, es ist, warum nicht? Es Das ist ist eine richtige Einstellung. eine Möglichkeit. Und glaubst du, guck mal, Mann, wir sagen ja, dass wir nur so 10% oder so von unserem Gehirn benutzen, glaubst du? Die haben gesagt so. Oh, aber wenn wir jetzt alles freilassen da im Mensch, dem Kopf, dann wird er ziemlich schlau. Lass mal so einen kleinen, sowas wie so ein, so Wie zum Drosseln. beim Auto, genau. Ja, Du kannst nicht über die bestimmte Geschwindigkeit fahren. lass mal, lass das mal einbauen, dass er nicht so viel benutzen kann von seinem Gehirn. Du, man muss es doch nur auf heutzutage nehmen. Es geht doch immer um AI, künstliche Intelligenz. Ja. Da geht es ja auch darum, wie intelligent dürfen die sein, damit sie Ja. nicht irgendwann selbst übernehmen. Dürfen Ja. sie oder Cyber dein System bei ja, so, Terminator. ja, genau so ist es. Oder iRobot, irgendwer verselbstständigt sich dann doch Ja. noch und dann will er Emotionen haben. Oder auch jetzt in dem aktuellen Alien-Film geht es darum. Ja. Und vielleicht haben die das gehabt und wissen, oh, pass auf, es gibt eine Grenze. Ja. Und dass man da vielleicht sagt, ja, nee, pass auf, bis dahin ist es gut für die und für uns gerade und man Ja. entwickelt sich trotzdem immer irgendwie weiter. Wir können ja doch noch schon andere Sachen als Ja. vor ein paar Jahren. Aber ich halte das alles nicht für ausgeschlossen, muss ich sagen. Genau, und deswegen finde ich es auch falsch, sowas prinzipiell immer auszuschließen oder zu sagen, nee, das ist nicht. Und man muss aber auch für sich mal ganz klar entscheiden, ist es für mich plausibel, ist es für mich in Ordnung, glaube ich das oder ist es Humbug? Eben schon ganz kurz angesprochen, es gibt wirklich Bilder oder hinterbliebene Sachen, die Fragen aufwerfen. Beispielsweise gibt es in Ägypten die Glühbirne von Dendera. Wir haben jetzt hier gerade mal ein Bild eingeblendet. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, dann, Was siehst du denn da? ja, was siehst du da, ne? Ja. Du siehst quasi einen Menschen, der eine extrem große, für mich, Glühbirne in der Hand hat. Du siehst quasi das Glas dargestellt, du siehst die Drähte in dem Glas, du siehst den Sockel da drin, so wie es heutzutage aussieht, du siehst ein langes Kabel und wenn du dafür offen bist, und das sind wir ja und ihr da draußen vielleicht auch, dann kann man da eine Glühbirne sehen. Aber was sagen denn die Leute, die da keine Glühbirne Ja, die sehen? sagen, das ist da wird ein Ritual abgehalten und das wird mit bildlicher Sprache vielleicht ein Schlangenopfer dargestellt.
Kannst du auch so sehen, keine Frage. Natürlich auch so, keine. Aber das, wenn du, ich glaube, 8 von 10 Menschen mindestens, wenn du denen dieses Bild zeigst, was hat er da in der Hand? Eine riesige Glühbirne. Was für mich auch immer so ein krasses Phänomen ist, sind die Nazca-Linien in Peru. Ja? Das ist eine riesengroße Fläche, über 500 Quadratkilometer groß, wo einfach Linien im Boden so eingeritzt oder aufgemalt wurden, dass die immer irgendwelche Objekte ergeben oder so angeordnet sind, die auf jeden Fall für Menschen aus der Steinzeit, also so alt sind die, ist schon schwer zu glauben, dass da jemand mit seinem Häkchen, mit seiner Hake da langläuft und dann 500 Kilometer da die Hake zieht und dann gab es ja auch kein Handy damals oder sowas. Da wurde ja nicht rübergerufen und sagt, sag mal, bist du da drüben eigentlich fertig an der Ecke? Ja, ja, hast du die Ecke fertig? Und vor allem, du kennst es ja selbst, wenn du irgendwie was in Sand malen willst und es wird ein bisschen größer, dann verlierst du den Überblick, weil du halt nicht diese Vogelperspektive hast. Genau. So, und dann, wenn man die Bilder sieht, die ja jetzt auch gerade eingeblendet waren, ja, oder sind, wie auch immer, das ist ja jetzt nicht Krickelkrakel unbedingt. Nee, es ist nicht Krickelkrakel, es ist vielleicht jetzt nicht Picasso, aber ja. Oh, wobei, da sind mir Sachen, wo ich mir denke, und die werden einfach so akzeptiert, da wird nicht irgendwie gesagt, so, ey Leute, es sieht schon ziemlich obvious aus, so lasst uns doch bitte mal ein bisschen, schickt mal richtige Forscher hin, die nicht irgendwie Crowdfunding-mäßig da hingegangen sind, sondern lasst mal wirklich gucken, ja, was ist das so? Wird nicht gemacht, warum nicht? Das ist ja die Frage, glaubst du denn, dass wir, also dass, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren ja, außerirdisches Leben hier auf der Erde war? Es gibt auf jeden Fall Leute, die das behaupten. Die behaupten, wir haben ständigen Kontakt mit denen und es ist immer noch und wir werden sowieso wir sind auf einem Strafplaneten und eine Hochkultur auf dem Planeten Aldebaran, wird der genannt, die sind hier schön am Werkeln und bestimmen alles, was wir machen. Da würde ich sagen, sind wir so ein bisschen im Bereich der Spinner und gibt auch Leute, die behaupten, dass Nikola Tesla mit der Reichsflugscheibe damals mit den Nazis und Adolf Hitler zum Pluto geflogen sind und Gesteinsproben genommen haben und die dann hier so ein bisschen getestet haben. Weil es ist bekannt, dass die Reichsflugscheibe so schnell fliegen konnte, dass es kein Problem war, ja, zum Pluto kurz zu fliegen und dann wieder zurück. Da bin ich vielleicht jetzt nicht so ganz offen für, aber sagen wir mal, gab es vielleicht wirklich außerirdische Lebewesen, die hier uns beobachtet haben, die dabei abgeschossen wurden. Area 51, ich sag's nochmal, dass man wirklich weiß, dass es die gibt, dass die quasi wie in manchen Filmen seziert werden, geguckt werden, was ist damit? Und dass die da waren oder dass die vielleicht sogar unter uns leben. Kennst du Reptiloiden-Theorie zum Beispiel? Es gibt so Reptiloiden-Theorie, dass sozusagen vielleicht die damals hier gelandet sind und die Menschen erschaffen haben, es waren so Halbreptiloiden. Und die leben jetzt, Hohle-Erde-Theorie kann man auch als Stichwort dafür benutzen, die leben innerhalb der Erde und lenken sozusagen illuminatenmäßig alle Geschehnisse auf der Erde und wie das passiert. Aber die selber leben unterhalb der Erde, weil es sind ja Reptiloiden. Und das ist so die Hauptfamilie, die alle Sachen auf der Erde beherrscht und macht. Da ist dann wiederum, wo ich sage so, nee. Das ist für mich, glaube ich, auch zu abgespaced, dass man sagt, ja, hier gibt es, also wie bei Man in Black oder so, ja, gibt es Außerirdische, die sich einen Edgar-Anzug in dem Film, sagt sie immer, Edgar, er hat meinen Edgar, Edgar hat einen Anzug, naja, ja, die sich jetzt eine Haut übergezogen haben, jetzt aussehen wie Menschen und so, das ist vielleicht zu abgespaced. Ist auch wieder vor kurzem jetzt so quasi in einer Radiosendung geleakt worden, in der Radiosendung, das macht es natürlich wieder schwierig, aber dass es halt wirklich Außerirdische gab hier, die abgeschossen wurden und dabei ums Leben gekommen sind. Das würde ich nicht ausschließen. Hey, es gibt ja auch diese Theorien, diese ganze Technik, die wir haben, kommt von denen und die wird jetzt immer im Laufe der Zeit immer mehr geleakt, weil irgendwelche Forscher kennen die halt schon, weil sie die haben und wir können die nicht alle auf einmal raushauen, aber... Ja, aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel denkst an die Matrix... Es gibt Menschen, die denken, wir leben wirklich in der Matrix. Also wir sind quasi alle im Koma. Wir sind quasi alle im Koma, Batterien und nur werden irgendwie, damit wir nicht sofort sterben, wird dann unser Gehirn noch am Werkeln gehalten. So. Wenn es außerirdisches Leben gibt, ja, grundsätzlich gut oder schlecht? Ich glaube grundsätzlich gut. Ja? Ja. Jede Gesellschaft, die es schafft, ein Raumschiff zu bauen,
um irgendwo anders hinzufliegen, fliegt da nicht hin, um die umzulegen, sondern eher um Kontakt zu schaffen, um in Frieden zu kommen. Ich weiß es nicht. Ey, guck mal, ganz ehrlich, wir können HD-Videos innerhalb von Sekunden durch die ganze Welt schicken. Ja. Und gleichzeitig läuft einer in Konzertsaal, schreit Allahu Akbar und sprengt sich in die Luft. So, wo du sagst, was, diese Diskrepanz zwischen, wir sind so toll, wir sind so schlau, wir sind so weit und wir sind die größten Hinterwäldler und führen immer noch Glaubenskriege. Also es ist und bleibt ein spannendes Thema. Wir können es leider nicht auflösen, aber wir sind natürlich sehr daran interessiert, was ihr denkt. Haltet ihr alle Leute, die sich überhaupt damit beschäftigen, sind das für euch die größten Spinner? Seid ihr euch für euch selbst sicher, dass es außerirdisches Leben gibt? Oder findet ihr eigentlich die Idee, daran zu glauben, auch spannend, so wie es bei uns wahrscheinlich größtenteils ist? Kommentiert es hier drunter. Wir sind wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Jedenfalls cool, dass ihr dabei wart. Wir hoffen nach wie vor, ihr habt ganz viel Spaß mit Lass mal reden. Wenn das so ist, abonniert uns, verbreitet es nach wie vor, dass es uns gibt. Und hinterlasst bei jedem Video einen Daumen. Wir sind euch da wahnsinnig dankbar für. Ihr helft und wir wissen das zu schätzen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim weiteren Erkunden des Universums. Und wir sagen, live long and prosper und shine on. Also das mit dem Spielen, das sieben Sachen in sieben Sekunden. Ist das so übel, oder was? Ich weiß schon, wie ich mich revanchieren kann. Wie denn? In einem größeren Maße, aber noch viel mehr sage ich nicht. Ah. Das ist ein geiles Thema, man kann noch, hätte noch so viele Sachen beleuchten können. Ja. Es gibt noch so viele Dinge, über die man einblenden könnte, über Videos sprechen kann, weil es einfach wahnsinnig viel gibt. Ja, aber ich finde es cool, dass du so eine Einstellung hast, dass du das, dass du nicht jetzt sagst, ey, was liest denn Andi da für ein Buch so? Gar nicht. Ich finde das total interessant. Du, wir haben uns ja auch mal privat drüber unterhalten, gibt es eine Seele? Ja. Wenn ja und so, das ist, kannst du auch eine eigene Sendung draus machen. So. Kannst du machen. So, das sind so philosophische Fragen, die echt, da kannst du vor allem bei einem Glas Bier kannst du besonders gut drüber reden. Ja, vielleicht inspiriert es ja jemanden zum Forschen und dann gibt es krasse Erkenntnisse. Ich finde das ein geiles Thema, auch wenn es ein bisschen so aus unserer normalen Schiene rausfährt, aber so, ich finde das geil. Sag mal, du gähnst mich hier in einer Tour an, ey. Ich hab gar nicht gegähnt, Mann. Du hast die ganze ich Zeit gegähnt. Ich gähne jetzt. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.